So, wieso Zombies laufen die mir hinterher? Alter, hat er mir das wieder kaputt gemacht? Scheiße. So, hier gibt's doch bestimmt auch irgendwas. Also, da müssen wir was als Frodo machen. Na komm. Feuer. Jetzt komm. Renn. Ja. So. Frodo, dann seh mal zu, dass du da oben, genau hier. Einmal aufbauen. Herzlichen Dank. So, dann wieder zusammen rüber und dann einmal anzünden. So, das vierte von fünf. So, und jetzt ist die Frage, wo ist denn das nächste? Oh, ich sammle mal kurz ein, ne? Danke. So, hier muss doch auch irgendwas gehen. Oder hier. Ein Speicherpunkt. Ah, das sieht aus wie ein Lagerfeuer, oder? Yes. So, dann einmal den ganzen Krempel anzünden. Und, ja, ich habe vergessen, eine Pause zu machen, deswegen muss ich das mit dem Feuerlöscher. Solche gemeinen Typen. Also, wie gesagt, ich habe es vergessen, leider eine Pause zu machen, deswegen musste ich einen kurzen Schnitt machen. Deswegen machen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter und danach kommt dann eine reguläre Pause wieder. Weil leider sind die Folgen derzeit noch ein bisschen begrenzt. So, dann zünden wir die mal... Oh. Nicht mehr an. Verzieht euch. Okay, ich glaube, die können wir kurz und klein schlagen. Da passiert nichts. Oh. Jetzt haben wir den Sam abgeworfen. Scheiße. So, was müssen wir denn hier jetzt machen? Also, wir müssen die anzünden. So, das heißt, wir müssen hier so bestimmte Ziele treffen. Ah, das reicht nicht. So, das sieht besser aus. Und... Ah, da haben wir die nächste Fackel. Gut, die nehmen wir mal. Okay, müssen wir die erstmal anzünden? Die Frage ist, wo? Leute, wir brauchen mal gerade ein Lagerfeuer oder sowas. Okay, holen wir uns erstmal nochmal die anderen Fackeln. So, hier auch mal kurz eins einsammeln. Wir haben zwar schon das meiste... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll das denn? Was laufen die? Aua, 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 aua. Wo kriegen wir denn Feuer her? Was ist denn das hier?
So. Ach, Sam. Natürlich, der kann doch rumzündeln. Natürlich. Sam, mach mal ein Feuer. Frage ist nur, wo? Können wir die nicht einfach anzünden? Nee, geht nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein Ziel. Vielleicht fällt da ja Holz runter. Noch eine Fackel. Und die kombinieren wir kurz. Ach, scheiße. Da waren wir, haben wir zu langsam kombiniert. Also. Ach, hört doch mal auf, mir hinterher zu laufen, Jungs. Ihr nervt ja richtig. Ja, aber wie? Also wir haben eine Fackel und wir haben Feuer, aber irgendwie brennen die nicht. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Also wir nehmen mal die Fackel. Und dann verbinden wir die hiermit. Sag mal. Was läuft denn da falsch? Aha, hier haben wir... Ah, ein Lagerfeuer. Okay, aber wir müssen gerade ein bisschen aufpassen. So, locken wir sie mal kurz hier hin. Und dann zünden wir das mal an. Schnell! Danke. So, brenne. Brenne. So, haben wir hier noch eine? Jawohl. Und brenne. So. Eine Fackel fehlt uns noch. So, Sam, du hast nicht zufällig noch eine, oder? Natürlich hat er noch eine. Und rein in den Rücken. Oder ins Gesicht. Noch besser. Mann, 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 das war ja eine schwere Geburt. Hilf ihm, Streicher. Er ist durch eine Morgul-Klinge verletzt worden. Dazu reicht meine Heilkunst nicht aus. Er braucht elbische Arznei. Habt ihr das gehört? Wir werden Elben sehen. Streicher! Wie die da einen Mundschutz und eine Trage haben. Also der Humor von den Entwicklern ist echt richtig gut. So, die Wetterspitze Level abgeschlossen. Ihr tragt keine Kleinigkeit. Und Aragorn kommt zusätzlich... zu einer unserer Spielfiguren. Und ja, das war jetzt keine tolle Ausbeute, weil wir einfach an der einen Stelle richtig oft gestorben sind. Was aber nichts macht, weil wir hier ja keine Rekorde jagen, sondern einfach nur das Spiel anschauen wollen. Ja, und auch die Truhen, da machen wir uns dann später ja auch noch auf die Reise. Das mache ich jetzt nicht zwischendurch in der Story. Das würde einfach den Rahmen noch ein bisschen sprengen. So, also weiter geht's mit der nächsten Geschichte. Und es geht weiter Richtung Osten, Richtung Bruchtal. Arwen. So, elfenartig.
Frodo. Sie sieht den Kopf so und mit den Haaren. Herrlich. Avi. Die Frisur sitzt. Es schwindet. Wie er guckt. Sich deine Elben zu geil. Seit zwei Tagen suche zu ich geil. Wohin bringt ihr ihn? Wir müssen ihn zu meinem Vater bringen. Frodofir, Ayatra Donihir, Turgvat Nin, Biryatahur. Ich habe keine Furcht vor ihm. Wie ist Lin? So, und wir können reiten. Jeha. Oh, und wir können gar nichts kaputt machen. Ist das nicht mit... Na, klasse. Na gut. So, wir sind hier. Wir spielen hier so einen kleinen Rambo. Oh, was ist denn hier? Eine Eule. Yay. Ich hoffe, das hat Frodo nichts gegen meinen Reitstil. So, das müssen wir hier wirklich alles kaputt machen, wenn wir hier wirklich die beste Ausbeute haben möchten. Da könnt ihr mal sehen, dass das doch ein bisschen anstrengender ist, das Spiel, wenn man hier wirklich alles abfarmt. Leute, ich glaube, wir haben einfach mehr von dem Spiel, beziehungsweise mehr Spaß, auch ich beim Spielen, wenn wir hier nicht alles kaputt machen, sondern wenn wir uns so ein bisschen die Story angucken, weil das wird mir sonst ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich toll ist, das alles mit anzusehen, dass hier wirklich alles platt gemacht wird. Lassen wir uns doch lieber die schöne Landschaft da und schauen uns einfach das Spiel an. So, und weiter geht's. Also, wie gesagt, nehmt es mir echt nicht übel, aber ich lasse die ganzen Pflanzen und Blumen alle stehen, weil es einfach schöner aussieht und weil das mit dem, mit den Steinchenfarben natürlich, ja, eine schöne Sache ist, dass man das alles machen kann, aber kümmern wir uns einfach so ein bisschen um die Landschaft, beziehungsweise um die Story und machen hier nicht alles kaputt. Na gut, das war jetzt keine Absicht, sondern... Wenn wir irgendwo durchreiten, okay, aber ich suche jetzt nicht alles ab. Gandalf. Ja, ich bin hier. Was ist passiert, Gandalf? Ich wurde aufgehalten. Was es gibt zum? Nur einen Herrn des Ringes. Und er teilt seine Macht nicht. Frodo! Frodo! Sam! Ein Glück, du bist wach. Sam ist nicht von deiner Seite gewichen. Dank der Künste von Elrond bist du auf dem Weg der Besserung. Willkommen im Bruchtal, Frodo Beutlin. So, willkommen im Bruchtal, Leute. Und hier mache ich mal ein kurzes Päuschen. Bis gleich.